Zum Beispiel zum Ukraine-Thema, da ist sie mit Wagenknecht komplett, also die ist ja generell mit Wagenknecht komplett grün, ne? Wenn du zum Beispiel mal schaust auf Twitter, was Dagdeländer schreibt, die sind sich ja da größtenteils einig, auch Klaus Ernst, auch was die Wokeness alles betrifft, ne? Da sind die sich ja einig. Also das hat schon alles Hand und Fuß aus meiner Sicht, die Leute, die da drin sind. So, wir haben es ja schon vorher prognostiziert, ne, welche Leute da reinkommen. Und es hat sich ja bestätigt, weil wir uns eben mit den Leuten beschäftigt haben. Weil wir eben wissen, dass sie mit Sarah größtenteils einer Meinung sind, oder? Würdest du da die Ja, meisten ja. zumindest auf jeden Fall. Bin ich schreibe es gerade im Chat. Dardelene ist quasi Wagenknechts linke Hand, ja. Genau. Die jetzt da sind. Und ich glaube aber nicht, dass sie viel mehr Wahl gehabt haben. Und ich glaube aber auch nicht, Naja. dass diese Leute das Gleiche machen werden wie in der Linkspartei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einfach weil sie gesehen haben, dass es einfach nicht funktioniert. Und ich kann mir auch nicht Es vorstellen. funktioniert nicht, wenn du so wahrgenommen wirst, denke ich. Ich denke halt, die Linkspartei hatte keinen wirklichen Markenkern mehr, denn bei den Grünen hast du im Kern dasselbe bekommen wie bei ihnen, auf jeden Fall sozialpolitisch, und musste sich dann umbrennen, und das war der Platz der Freiheit. Sozialpolitisch 4% Real und Verlust 2022. Also, das zeigt, dass Schlomo sich null mit, also wirklich gar nichts auseinandergesetzt hat. Also, die Agenda 2010 ist wahrscheinlich auch an ihm vorübergegangen, ohne dass er was davon mitbekommen hat. Also, ganz im Gegenteil, die Linkspartei hat sich halt darauf gegründet, dass die Grünen da ihr Programm verraten haben und vor allem die SPD. Also, dass Grüne und SPD friedens- und sozialpolitisch wirklich komplett das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie vorher versprochen hat. Ja. Man sieht es jetzt auch im Mindestlohn, ne? Wie war denn das mit der SPD? Die, da war da auch was. Sie wollten den Mindestlohn ja vor der Wahl einführen, ne? Hieß es. Ja, er sollte Da auf gab es 12 doch Euro jetzt wieder erhöht werden. so eine Debatte drum. Nee, ich kann die ganze Debatte erzählen. Ich habe das alle, ich habe da zig Genau. Videos auf meinem Erstkanal zu. Schaut euch die Ja, gerne genau. an. Ich habe das. Aber Genau. die SPD hatte gesagt, wir erhöhen den Mindestlohn auf 12 Euro. Okay, hatten sie da gemacht. Aber nun waren diese 12 Genau, ja. Euro wesentlich weniger wert, als sie vorher versprochen hatten, denn dieser Durch die Wirtschaftskrieg in Russland, Inflation. Preisschock, Inflation, ja. Genau, Dadurch ja. sind diese 12 Euro wesentlich weniger wert und da haben die Gewerkschaften gesagt, Moment mal, also die 12 Euro sind weniger wert, also wollen wir jetzt einen ordentlichen Inflationsausgleich, also dass dieses Versprechen tatsächlich auch real eingelöst wird, nicht nur nominal. Da haben die Gewerkschaften gesagt, okay, wir wollen 14 Euro. Da haben die Arbeitgeber gesagt, ihr spinnt wohl, ihr kriegt 12,41 Euro. Und dann gab es in der Ja. Mindestlohnkommission drei Vertreter von der Bundesregierung. Einen Lars Feld, Mitglied der Montpellier-Gesellschaft, Lindners Chefökonom, der war von einer Ja, eher von der FDP favorisiert da reingeschickt worden. Der hat natürlich dagegen gestimmt. Dann Florian Kern, der wird aus der Nähe der Grünen gekommen sein. Der hat tatsächlich dafür gestimmt, dass es auf 14 Euro erhöht wird. Und dann gab es die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Und diese Politikerin hat dann eine Erhöhung auf 14 Euro verhindert und dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nur um 41 Cent erhöht wird. Also quasi dieses Versprechen der drastischen Erhöhung des Mindestlohnes durch die Hintertür über die Inflation wieder einkassiert wird. Also die SPD erhöht sich gegen die Gewerkschaften gestellt und eine stärkere Erhöhung des Mindestlohns verhindert. Was ist da passiert? Und Ja. das müssten linke Kanäle eigentlich viel mehr thematisieren. Das könnte auch Sarah Wagenknecht mal thematisieren, wo wir schon dabei sind. Und das ist das Wagenknecht. Lust. Sag Es ruhig. ging Sag danach. nämlich noch weiter. Dann hat die SPD tatsächlich damit Werbung gemacht, wir wollen den Mindestlohn jetzt auf 14 Euro erhöhen. Also zuerst verhindert die SPD die Erhöhung auf 14 Euro und dann stellt sich Lars Klingbeil hin und sagt, wir wollen die Erhöhung auf 14 Euro. Also es ist eine riesige Volksverarsche, was diese Partei da gerade betreibt. Und ja, es kommt keine große öffentliche Kritik daran. Also wie gesagt, so ein paar kleine Kanäle, wir beide hier oder ja, Boris Höfgen hat darauf vielleicht, obwohl der auch nicht mal, ich weiß nicht, ob er ein Video zu gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall viel zu wenig in die breite Öffentlichkeit gekommen. Eigentlich ein Riesenskandal, aber hat fast keiner mitbekommen. Und da stellt sich die AfD hin und die kritisiert jetzt nicht Lars Klingbeil für diese Volksverarsche. Die kritisiert Lars Klingbeil nicht dafür, dass er die Erhöhung des Mindestlohns verhindert hat und dann durch die Hintertür quasi sagt, nee, ich will das jetzt noch, also dass er quasi seine Wähler belügt, sondern sie kritisieren zuerst die Mindestlohnkommission dafür, dass sie den Mindestlohn überhaupt auf 12 Euro erhöht hat. Das gibt eine Rede von einer AfD-Politikerin, auf die hatte ich bei Twitch hier schon Ja, reagiert. Das gut. werde ich bald auch auf YouTube hochladen. Und dann kritisieren sie noch die Forderung nach einer Erhöhung. Also das und tun so, Ja, als wäre ja. diese Entscheidung in der Mindestlohnkommission, die da getroffen würde, als wäre das so eine politisch neutrale, als würde da kein Politiker hinterstehen. Also die AfD, die streut dem Volk wirklich genauso dreist Sand in die Augen, wie es die SPD macht. Also die ist da kein Stück besser als die ganzen Altparteien, die AfD. Und dann Ja, aber solche das ist ja der Influencer wie Punkt. Kaspar Kast, die agitieren dann dafür, dass der Mindestlohn nicht erhöht wird. Die Ja, die sind alle Arbeitslosigkeit gegen würde Mindestlohn. hochgehen. Das ist ja auch kein Wunder. Die AfD ist ja auch gegen Mindestlohn, ne? Nee, nicht Gegen eine komplett. Mindestlohnerhöhung. Also das ist Nicht das komplett, Lustige. aber Nee, im Programm steht, der Mindestlohn ist wichtig und man sollte auch im ja. Alter noch eine hoch genug Rente. Also wenn man ins Programm guckt, da passen diese Äußerungen
von Gerrit Huy hieß diese Abgeordnete, glaube ich, und von Jürgen Pohl. Also das sind die zwei Abgeordneten, auf deren Äußerungen ich mich gerade beziehe. Da passt ich ja überhaupt nicht zu. Das heißt, du hast ein Programm, das tatsächlich mittlerweile schon von diesem sozialpatriotischen Flügel ein bisschen beeinflusst wurde. Du bist aber in den Spitzenpositionen der AfD überall lauter stramm Neoliberale sitzen. Ja, eben. Das ist ja der Punkt, warum ich auch der AfD einfach nicht traue, weißt du? Die sind sich untereinander nicht einig. Und dieses Parteiprogramm ist einfach nicht glaubwürdig aus meiner Sicht, weil die sich auch, wenn die mit ihnen reden und was zum Beispiel auch die Honigwaben und so propagiert, das widerspricht sich alles. Einerseits sind die einen für den Mindestlohn, die anderen gegen Mindestlohn. So, dann würden, zum Beispiel eine Wagenknecht will jetzt Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, glaube ich, ne? Hat sie gesagt. Und du hast sogar mal berechnet, war das in dem einen Talk oder in einem 14,44 Euro. 44. Das hatte ich in einem 16 okay, Euro verdienen sollte, oder? Ich suche euch das Video jetzt raus. Ich habe hier auf meinem Erstkanal nämlich wirklich zahlreiche Videos zu dem Thema, aber ich habe ein 12-Minuten-Video, wo ich alles nochmal ganz genau erkläre, kann jetzt vielleicht gleich einer mal einen Chat schicken oder das findet er auch ich selber, wenn er es auf YouTube eingibt. Also, da hätte ich auch mal eine Frage an dich, wenn wir jetzt schon mal ein Thema sind. Was wolltest du denn fragen? Sag, wenn ich es stellen kann, aber mach nur kurz. Nee, sag ruhig, was du fragen wolltest. Ich suche gerade eh noch das Video raus. Also ich wollte fragen, genau, pass auf. Das Ding ist ja, du kannst ja den Mindestlohn, also es wird sich ja beschwert von der AfD auch, ja, die Leute, die Ältere müssen Pfandflaschen sammeln gehen. Aber wenn du doch den Mindestlohn jetzt so tief hast, dann ist doch klar, dass du später eine Altersarmut hast, wenn du so wenig verdienst. Du musst ja 16, so, und das widerspricht sich ja irgendwo, oder? Ja, also wie kannst du denn gegen den Mindestlohn sein, wenn du auf der anderen Seite die Altersarmut kritisierst, aber du doch weißt, sag mal, wenn du nicht mindestens, keine Ahnung, die Bundesregierung hat den Mindestlohn ja jüngst erst auf... Hilfe, warum geht das los? Red weiter. Nee, also dass du halt, wenn du doch weißt, du musst den Mindestlohn mindestens auf dieses Niveau bekommen, dass du später eine gesicherte, ordentliche Rente bekommst, ne, von der du auch leben kannst. Warum ist man dann gegen den Mindestlohn? Wollen Sie das auch wieder mit Migration erklären? Oder erklären die sich, okay, wenn sie die Mehrwertsteuer senken, dann hast du am Ende mehr? Oder wie erklären, also wie willst du das garantieren, dass du später eine vernünftige Rente hast, wenn du doch den Mindestlohn jetzt nicht erhöhst? Also, weiß nicht, du könntest das Rentenniveau erhöhen, da habe ich von der AfD auch noch nicht so viel. Müsste ich mir das gesamte Programm ansehen, aber dass sie gegen die Erhöhung des Mindestlohns sind, das passt da auf jeden Fall nicht zu. Hier das Video auf meinem Erstkanal, Skandal um den Mindestlohn, Olaf Scholz und die SPD brechen ihr wichtigstes Wahlversprechen. So heißt das Video. Schaut euch das gerne an. Also da erkläre ich das auch alles, da erkläre ich auch, wie hoch der Mindestlohn sein müsste, damit man eine vernünftige Rente hätte bei 40 Beitragsjahren und was war das genau, eine 38,5-Stunden-Woche waren es, glaube ich, hier sind die, erkläre ich alles in dem Video, aber 40 Beitragsjahre waren es auf jeden Fall, da müsste man aktuell 14,44 Euro Mindestlohn haben. Genau. Das erkläre ich alles in dem Video, schaut euch das gerne an und dass die AfD das ablehnt, das ist hier auf dem neuesten Video auf meinem Erstkanal zu sehen. Ja, wie willst du denn sonst machen, dass du dann später eine gesicherte, ordentliche Rente bekommst? Mhm. So. Mit weniger Steuern oder mit weniger Migration, das soll dann helfen, dass du später eine gesicherte Rente bekommst. Weil die AfD sagt, beklagt ja einerseits immer, das siehst du auch von der NPD, ne, mehr, wie war das, mehr für Oma statt Sinti und Roma, so die rechten Parteien beklagen ja die Altersarmut ständig. Oh ja, die Rentner müssen fallen. Muss man das Rentenniveau erhöhen. Aber sind man gegen Mindestlohn? Das verstehe ich halt nicht. Muss man die Löhne erhöhen und das Rentenniveau? Ja. Ganz einfach, höhere Löhne, höhere Renten. Das müssen die zwei wichtigsten Punkte in der linken Partei sein. Ich sehe den Kommentar, ich antwortete drauf. Dann werden die Firmen entsprechend der Erhöhung des Mindestlohns alle Produkte verteuern, so dass es keine Wirkung hat. So denkt ein Freund von mir. Das schreibt gerade einer in den Kommentaren. Und also ja, da muss man jetzt mal überlegen. Wenn die Firmen diese Kosten durch den Mindestlohn komplett weitergeben, also nehmen wir mal diesen Extremfall an, die Firmen können wirklich alle Kosten weitergeben, erhöht sich dann die Arbeitslosigkeit. Stella? Bitte nochmal? Entschuldigung, ich wollte gerade auch wenn was raussuchen. Wenn die Firmen alle höheren Kosten durch den Mindestlohn weitergeben können, erhöht sich dann die Arbeitslosigkeit. Würde sagen, ja, oder? Nein. Also wenn die Firmen höhere Kosten weitergeben können, dann machen sie ja keinen Verlust, dann bleiben ihre Gewinne konstant und sollten dann irgendwen rauswerfen. Ich hab das jetzt, also dann ändert sich die Arbeitslosigkeit schon mal erstmal überhaupt nicht, beziehungsweise dazu kommen wir gleich, die wird dann sogar eher sinken. Denn dann haben wir folgenden Effekt. Also nehmen wir jetzt mal wirklich einen Extremfall an. Die Firmen können alle Kosten weitergeben. Das bedeutet, dass niedrigere Lohngruppen, dass sich die Löhne da relativ stark erhöhen, aber höhere Lohngruppen zahlen dann, also alle Lohngruppen zahlen dann höhere Preise. Das heißt, wir haben eine Umverteilung von höheren Lohngruppen zu niedrigeren Lohngruppen. Niedrige Lohngruppen haben eine höhere Konsumquote. Das heißt, insgesamt steigt die volkswirtschaftliche Nachfrage durch so eine Maßnahme.
Das heißt, insgesamt wird mehr konsumiert. Das heißt, insgesamt steigt dann sogar die Beschäftigung. Also wenn die Firmen alle Kosten weitergeben können. Die, sag ich mal, unteren Schichten mit weniger Geld, die haben ja eine absolute Nachfrage, ne? So nennt sich das. Das besteht in den Bedürfnissen, die Menschen halt haben, Essen und so. Dafür geben sie ja das Geld aus. Ja. Die effektive Nachfrage, darum geht es ja aber dem Markt, ne? Das sind dieses profitorientierte, ist das dann, ne? Das, wie die Reichen dann, die kaufen sich dann halt Sachen, die nicht. Nee, vermisch mal nicht die Begriffe da. Also, wie? Du meinst schon das Richtige, was du gerade erklärt hast. So haben die das aber gemeint. Also effektive Nachfrage, da geht es um die zahlungsfähige Nachfrage zu befriedigen. Oder nicht? Ja, okay, wenn du es so erklärst, ja, dann passt das. Also, da schreibt gerade wieder, ich hatte es ja gerade erklärt, Leica schreibt gerade im Chat, wenn die Kosten weitergegeben werden, bleibt doch alles gleich. Eben nicht, wenn die Kosten komplett weitergegeben werden. Alle Lohngruppen bezahlen dann die höheren Produktkosten. Aber untere Lohngruppen haben deutliche Reallohngewinne, obere Lohngruppen haben dann leichte Reallohnverluste. Das ist eine Umverteilung von oberen Lohngruppen zu unteren Lohngruppen. Das heißt, die weniger verdienen, die verdienen da mehr. Die mehr verdienen, die verdienen da weniger. Also Relation zueinander. Das bedeutet, die weniger verdienen, die haben aber eine höhere Konsumquote. Das heißt, insgesamt wird mehr konsumiert. Das heißt, du hast eine höhere Produktion sogar. Du hast mehr zu verteilen und du hast mehr bei denen, also bei der Mehrheit, mehr bei der Mitte und mehr bei den Armen. Also die meisten von uns, die bekommen ja keine Stundenlöhne von 50, 60, 100 Euro, sondern die bekommen eher Stundenlöhne von 20, 30 Euro oder sogar noch weniger. Also das ist eher der normale Lohn, den normale Arbeiter in Deutschland bekommen. Und das bedeutet, du hast dann ja eigentlich nur positive Effekte, wenn Kosten komplett weitergegeben werden können. In der Realität ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Nicht alle Betriebe können alle Kosten weitergeben. Vor allem die Betriebe, die bisher auf Lohndumping als Geschäftsmodell gesetzt haben. Vor allem die Betriebe, die zu niedrige Löhne gezahlt haben und die jetzt marktübliche Löhne zahlen müssen, die können jetzt nicht mehr auf Lohndumping so einfach setzen, da sie halt eine höhere Untergrenze als Mindestlohn haben. Das heißt, Lohndumping als Geschäftsmodell wird vielleicht verhindert. Könnte man jetzt darüber diskutieren, ob das so schlecht ist. Also man würde Unternehmen so dazu zwingen, nur durch eine bessere Technik, nur durch höhere Produktivität erfolgreicher zu sein und nicht durch Lohndumping. Also man sorgt dafür, dass die Volkswirtschaft produktiver wird und das ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da kann man dann detailliert drüber reden und wie stark sich das Preisniveau erhöht, das ist natürlich auch eine Frage, denn wenn es da zu selbstverstärkenden Effekten kommt, dann hat man eine dauerhafte Inflation, aber so eine niedrige Mindestlohnerhöhung von 12 auf 14 Euro, das hat keinen starken Effekt auf die Inflation. Auch die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro hatte keinen starken Effekt auf die Inflation. Also ich sag mal so, ich habe hier noch was rausgesucht, das hatte ich mir neulich notiert. Kennst du David Card? Der hat den Wirtschaftsnobelpreis 2021 bekommen. Ja. Der hat nämlich in den 90ern durch ein natürliches Experiment, das sind quasi Experimente, die nicht im Labor stattfinden, ne? Das sind so empirische Untersuchungen von realen Ereignissen, die auch nicht so als Experiment geplant war. Das ist zum einen gut, weil Menschen sich in Laboren natürlich anders verhalten als im normalen Leben, blablabla. Ne? Auf jeden Fall hat er herausgefunden, das war in den 90ern, 92 glaube ich, da hat er in New Jersey den Mindestlohn um 20% erhöht und in Pennsylvania blieb der Lohn gleich. Also das Nachbarbundesland, glaube ich, war das. Ja. New Jersey hat vom höheren Mindestlohn profitiert, weil die Arbeit attraktiver wurden. Es gab eine geringere Fluktuation, es gab geringere Werbungskosten und natürlich auch geringere Ineffizienzen durch unbesetzte Stellen. Ne? Und die Preise sind dann in New Jersey gestiegen, und alle Preise der Konsumgüter sind gestiegen. Und? Die Löhne im unteren Lohnsektor hatten einen hohen Einfluss auf Preise und Inflation. Und Leute, die vom Mindestlohn betroffen sind, die erhöhen natürlich auch die Nachfrage nach Konsumgütern. Und das lässt die Preise steigen, ne? Und mehr Geld für Reiche lässt die Nachfrage nach Vermögensgegenständen eher steigen. Ja. Und das wichtigste Ergebnis, das hast du gar nicht genannt, ich kenne die Studie, also jetzt in groben Zügen kenne ich die Studie, die du gerade genannt hast, das wichtigste Ergebnis auf die Arbeitslosigkeit hat eine Erhöhung des Mindestlohnes so gut wie keinen Einfluss. Die Arbeitslosigkeit kann durch eine Erhöhung des Mindestlohnes sogar sinken. Das war komplett überraschende, also für Ökonomen, die sich in diesem neoklassischen Standardmodell bewegt haben, komplett überraschende Erkenntnis. Wie gesagt, ich habe es gerade relativ einfach, relativ logisch erklärt, warum die Erhöhung des Mindestlohnes die Arbeitslosigkeit senken kann. Und das hat man hier halt mal empirisch beobachtet. Da gibt es auch mittlerweile viele weitere Untersuchungen zu, auch mit viel mehr US-Bundesstaaten. Genau. Könnte ich auch mal ein Video zu machen. Hat Unlearning Economics auch schon ein gutes Video zu gemacht. Also möchte ich jetzt nicht auch noch mal extra Werbung für machen, das würde jetzt zu lang gehen. Aber ja, da wäre es allerdings natürlich, ja genau, das
wollte ich einfach mal loswerden. Das habe ich nicht neulich mehr angeguckt, das eine Video, und habe mir das natürlich notiert. Ist immer gut, das zu wissen, ne? Für solche Videos hier, dass man das auch mal aufzeigen kann. Und aber meine Frage wäre, okay, aber dann ist ja das Problem, dass die Arbeitslosen dann die Preise vielleicht nicht mehr bezahlen können. Oder was wolltest du dann sagen? Weil ja die, dadurch, dass die Löhne gestiegen sind, steigen ja auch die Kosten für die Produkte. Und dann müsste ja dementsprechend wahrscheinlich auch wieder das Arbeitslosengeld angepasst werden. Oder was würdest du da sagen? Das Arbeitslosengeld bestimmt sich in Deutschland aus den untersten 15% bei Alleinstehenden und bei Familien. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bei Familien aus den untersten 20% der Lohnempfänger. Und davon werden noch zig Sachen abgezogen. Das heißt, Hartz-IV-Empfänger haben da noch ein bisschen weniger als die, die die Löhne bekommen. Aber tatsächlich, wenn die niedrigen Löhne steigen, dann steigt auch Hartz-IV. Dann steigt übrigens auch, und wenn Hartz-IV steigt, dann steigt übrigens auch der Steuerfreibetrag, den man bei der Einkommenssteuer hat. Das hängt alles miteinander zusammen. Da wird so ein Existenzminimum berechnet und daraus berechnet sich der Steuerfreibetrag und Hartz-IV. Das ist übrigens ziemlich lustig. Wenn Hartz-IV erhöht wird, dann sinkt auch euer Steuersatz. Ja gut, mit der MT-Theorie ist ja sowieso, ne, so eine Sache aktuell. Nee, ich meine, das ist gerade ein Automatismus in unserem aktuellen System, wie das aktuell berechnet wird. Oh ja. What else schreibt gerade, mir fehlt auch die Diskussion zum Mindestlohn in der Ausbildung. Ich habe in einer IT-Ausbildung im dritten Lehrjahr nur 600 Euro zur Verfügung gehabt. Das ist echt wenig, ja. Ich hatte damals in meiner Ausbildung, glaube ich, im Handwerk war das nur 300, 400 Euro im dritten Lehrjahr, ja. Und da musste ich Internat und alles bezahlen. Das ist krass, ne? Das ist auch viel zu wenig. Ja. Und dann beschweren sich die Betriebe, dass sie keine Azubis kriegen, dass sondern sie keine Ausbildung finden, ja. Ja, dass die ganzen jungen Leute, dass die dann lieber irgendwo am Band stehen oder dass sie dann lieber studieren gehen. Oder so, das halt Geld. Ja, oder studieren, genau. Hab mir mal einen Stundensatz selbst ausgerechnet und der wäre real fucking hoch. Kein Plan, ob das wirklich machbar ist. Agitator? Fragezeichen? Fragt Florian gerade. Hab mir mal meinen Stundensatz ausgerechnet und der wäre. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, worauf du dich beziehst. Und übrigens möchte er Spenden sammeln, dass du dir ein neues Mikro kaufst. Was haben alle gegen mein Mikro? Das ist doch gut. Das hat über 100 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Vielleicht habe ich es nicht richtig eingestellt. Also eigentlich in den letzten Videos hat sich nie jemand beschwert. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich... Also irgendwer meckert immer. Egal, was man macht, irgendwer meckert immer. Echt so. What else sagt auch jetzt, ja gut, jetzt sind wir ein bisschen bei Zuschauerfragen, aber na gut, wir schaffen es heute eh nicht mehr. Das Problem ist, wenn man in einer das kann man eh vergessen, wenn man in einer verarmten Familie aufwächst und die Familie, wie in meinem Fall, für auf Sozialhilfe angewiesen ist, warum wird mein Lohn zum Lohn meiner Mutter angerechnet, sodass ihr die Sozialhilfe gestrichen wird und ich die Miete mitbezahlen muss? Ja, weil der Staat Sozialhilfe sparen will. Also diese Sozialhilfe, das ist eine Subvention für niedrige Löhne, da werden die Löhne mitsubventioniert und dann, ja, also das senkt natürlich auch den Anreiz zu arbeiten. Das ist im aktuellen System schon so gedacht. Also man will die Menschen so gerade in Armut halten und ja, das ist so gewollt. Ja, ich schreibe mich gerade dumm und dämlich und kriege nicht einmal Rückmeldung in den meisten Fällen. Bewerbung, ja, das ist doof aktuell. Ich kenne es jetzt auch vor einiger Zeit noch, wo ich mich beworben habe. Also aktuell ist es wirklich schlimm. Ich habe früher auch immer locker einen Job gekriegt, überall. Wurde immer hier, wollte mich überall übernehmen und aktuell ist es wirklich schwierig gewesen, ja. Was du da gerade sagst, das lässt sich auch statistisch nachweisen. Also die Zahlen offenen Stellen, die ist wirklich drastisch, die ist deutlich zurückgegangen im letzten anderthalb, zwei Jahren. Also wir hatten nach Corona nochmal so einen kurzen Boom und das ist dann jetzt wieder abgesagt mit dem Energiepreisschock. Also das stimmt schon. Also die Zahlen offenen Stellen geht zurück und da wo sowieso nicht so viel Stellenangebot war, da ist das besonders drastisch. Das heißt, Leute, die eher gering qualifiziert sind, Leute, die im Bereich arbeiten, wo sonst auch eher eine geringe Nachfrage ist, die leiden darunter besonders. Und wir sehen auch, wie die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Wir sehen auch, wie die Unterbeschäftigung wieder steigt. Also wir sehen eigentlich, wie alle Konjunkturindikatoren nach unten zeigen. Nur Lindner sagt, ich will keine neuen Schulden machen. Und die EZB sagt, die Zinsen müssen erhöht werden, um die Arbeitslosigkeit noch höher zu setzen. Also das ist aktuell die Politik. Es wird aktuell alles dafür getan, dass sich die Situation noch weiter verschärft. Ja, und wie gesagt, die AfD, die ist halt da kein Alter, ne? Die will ja auch, die spielt ja auch die unteren, sag ich mal, Leute gegeneinander aus. Ja. Nee, Florian, denk mal, er hat das nicht böse genommen.
Mai war. Mit einer Wagenknecht halt als in dem Fall noch wesentlich größerem Feigenblatt, das vermitteln kann, hey, wenn ihr keinen Bock auf Migranten habt, aber ihr wollt linke Wirtschaftspolitik, dann könnt ihr das hier wählen. Wenn ihr nicht böse sein wollt, keine bösen Nazis sein wollt, aber ihr habt keinen Bock auf Migranten, dann wählt das hier. Das ist eine starke Marke und das ist der Grund, wie sie in diesen Umfragen auf diese wahnsinnigen Werte von, keine Ahnung, 15, 16, 17% kommen. Weil die Leute genau danach ausgehungert sind. Die Leute wollen das nicht zum Paria werden, wollen nicht die wirklich böse Partei wählen, aber wollen gleichzeitig dem woken Kurs etwas entgegensetzen und haben keinen Bock auf Migranten. Das ist halt die Frage. Ich glaube, dass es wichtig ist, gegen Wokismus und vor allem gegen die Ampel, ja, also gegen diesen Mainstream, den ich als progressiv-neoliberalen Mainstream bezeichnen würde, was auch ist, dagegen zu sein, ich glaube, das ist, was Sarah so stark gemacht hat. Dass sie einfach gesagt hat, ich biete echte linke oppositionelle Politik. Ja? Und zu dieser echten linken oppositionellen Politik gehört halt auch Migrationsbegrenzung. Ja? Weil das wissen ja viele nicht, weil viele glauben ja irgendwie so, für Migration sein ist links gegen Migration rechts, aber das ist Blödsinn. Wirklich linke Leute vor langer Zeit, also jetzt ein Friedrich Engels, Karl Marx, solche Leute, ja, die waren und ihre Nachfolger waren gegen Migration. Weil sie wissen ganz genau, dass die Migration von Kapitalisten benutzt wird, um die Arbeiterrechte zu zerstören, Sozialstaat zu zerstören, Länder zu, also zu, Leute im Land zu entzweien. Und, also Migration hat sehr viele nützliche Effekte für die Kapitalisten gegen uns hier unten. Ja? So, und deswegen sind Linke eigentlich ursprünglich, und so beschreibt sie das auch in ihrem Buch, ganz genau das Gleiche. Sagt sie einfach so, nein, es nützt einfach den Kapitalisten, deswegen bin ich dagegen. Also wenn wir jetzt schon bei diesen ganz Linksradikalen sind, könnt ihr mal gucken, wie hoch war die Migration in realsozialistischen Staaten wie der DDR, wie Polen, wie Bulgarien, wie Rumänien. Könnt ihr euch ja alles mal angucken, die war deutlich geringer als im Westen. Gering, ne? Sehr gering. Deswegen kaufe ich hier ab, dass sie tatsächlich gegen Migrationsbegrenzung ist, weil das eben Sinn ergibt, das so zu machen. Ja? Wenn man tatsächlich, ich denke, wenn sie das wirklich wäre, dann hätte sie halt nicht zumindest keine Hardliner pro offene Grenzen in die Spitze da gemacht. Für mich deutet das darauf hin, dass das Thema ihr nicht so wichtig ist. Wahrscheinlich, wenn sie sich aussuchen könnte, wird sie lieber zu Grenzen nehmen, aber am wichtigsten ist ihr die Wirtschaftspolitik. Solange die Wirtschaftspolitik in ihre Richtung läuft, ist sie zufrieden mit allem. Das glaube ich. Das ist jetzt aber das Problem mit der Wirtschaftspolitik. Also wenn die Wirtschaftspolitik... Also wenn ich ehrlich bin, ist mir Wirtschaftspolitik auch wichtiger. Ja, aber vor allem, mit welcher Partei solltest du kooperieren in der Wirtschaftspolitik, in der Migrationspolitik, egal in welchem wichtigen Politikbereich, in der Außenpolitik, es gibt keine Parteien, die das wollen, was Wagenknecht will. Also aktuell sind alle Parteien Gegner. Ich glaube, selbst die Partei, ne? Selbst die Partei ist schon für mehr Migration, oder? Ich habe da leider nicht mehr so den Blick drauf, aber die war auch relativ... Die wollen die deutsche Mauer wieder errichten, also. Echt jetzt? Ja, die also glauben, dass sie das vor allem... wirklich ernst? Das ist eine Satirepartei, also deren Position kannst du eh nicht ernst nehmen. Die fordern die Bierpreisbremse. Deswegen frage ich ja, meinen die das ernst? Bei denen weißt du ja nicht, was du ernst nimmst. Ja, die glauben, dass ihnen das viele Wähler vor allem in Westdeutschland bringen wird. Ah, okay. Die wollen dann alles östlich der Grenze auch in Sonderbewirtschaftungszone umbenennen, kurz SBZ. Und ja. Hatte Deutschland nicht sehr viele Gastarbeiter aus Vietnam damals ausgebeutet? Kann sein. Wie gesagt, müsst ihr euch die Zahlen anschauen, aber bei der Bundesrepublik, da siehst du, dass die Zahlen in der Geschichte der Bundesrepublik immer angestiegen sind. Unter CDU-Kanzlern sogar angestiegen, unter SPD-Kanzlern wurden sie immer gesenkt, aber in der DDR, da siehst du lange so keinen starken Anstieg der Immigration. Keinen starken Anstieg, ja. Also die muss. Ich meine, ihr könnt euch ja mal, keine Ahnung, die Demografie in Polen oder in Ostdeutschland oder in Ungarn oder irgendeinem Land, wo 40 Jahre lang Sozialisten regiert haben, ansehen und dann könnt ihr ja, keine Ahnung, vergleicht den muslimischen Bevölkerungsanteil in Rumänien, Bulgarien, Polen mal mit dem muslimischen Bevölkerungsanteil in Italien, Frankreich, Deutschland. Also da sieht man schon deutliche Unterschiede. Muss man sich ganz genau anschauen. Und das ist der Punkt zum Beispiel, warum ich der AfD nicht vertraue. Weil, wenn du dir die Wirtschaftspolitik der AfD anschaust, dann werden sie 100% die Migration nicht begrenzen. Ja? Weil der Kapitalismus braucht Migration. Der braucht die Migration, weil er billige Arbeitskräfte braucht, weil er einen Sozialstaat zerstören möchte, weil er einfach Arbeiter spalten will, Gewerkschaften spalten will. Ja, ist eigenartig, dass wir dann da keine Leute haben, die sagen, wir wollen offene Grenzen und wir haben die bei der Wagenknecht-Partei, wenn sie so antikapitalistisch ist und Antimigration etwas Antikapitalistisches ist. Na warte, der Punkt ist, dass sie natürlich sagen, das ist ja mein Vorwurf an die AfD, warum ich der AfD nicht vertraue. Weil die AfD eigentlich sagt, hey, wir sind für die kleinen Leute, wir sind gegen Migration, bla bla bla. Sie erzählen dir alles, was du hören willst, aber wenn sie an die Macht kommen, werden sie einfach eine Meloni machen. Ja? Was die Meloni gemacht hat, Das machst du woran fest? Das mache ich daran fest, dass absolut jede rechte Partei, die an die Macht gekommen ist, sei das eben in Italien oder in Österreich. Wie gesagt, Geschichte der Bundesrepublik. Jeder CDU-Kanzler hat die Immigration erhöht. Also jetzt die Immigration nur, jetzt nicht die Netto-Migration. Die Netto-Migration schwankt stärker, aber die Immigration hat jeder CDU-Kanzler erhöht und jeder SPD-Kanzler hat sie gesenkt.
Das ist ein ziemlich deutlicher Zusammenhang. Am diesem Samstag, da werde ich auf meinem Erstkanal ein Video veröffentlichen zum AfD-Vorfeld und zu Sarah Wagenknecht. Und da werde ich diese Statistik auch zeigen. Das könnt ihr euch gerne alle ansehen. Das ist dann ein einstündiges Video. Schaut da gerne vorbei dann. Da bin ich sehr gespannt. Übrigens, man hat es ja auch, ne? Was war mit der FPÖ in Österreich? Ich war zweimal dran, zweimal komplett am Rucks. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Politik die gemacht haben, aber so gut gelaufen ist es jedenfalls nicht. Das erste Mal hatten sie jede Menge Korruptionsskandale, das zweite Mal hatten sie Ibiza. Also. Ja. Oder sonst irgendwo. Nein, in Österreich war das nicht dasselbe. In Österreich gab es Maßnahmen, die ergriffen wurden. Es war natürlich ein Fehler als Juniorpartner. Ja, aber eben nicht dieses große Remigrationsprojekt, von dem Schlomo immer redet. Ja. Also keine demografisch relevanten Zahlen. Also ich, das ist halt auch das Ding, sorry, ich wollte nur kurz sagen, dass ich das auch, dass ich traue der AfD auch überhaupt nicht, ne? Auch wenn du ihr Parteiprogramm liest, dass so viel utopische Sachen, dass alles auch gar nicht zusammenpasst irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also. Das ist irgendwie. Ich würde jetzt zu weit führen, wenn wir da auf Details gehen. Ich glaube, wir lassen das Gespräch mal weiterlaufen. Ja, Zugeständnisse machen gegenüber quasi eurer CDU. Aber es war nicht dieselbe Meloni-Nummer. Bei Meloni hatte sich das schon vorher angekündigt. Die war Teil von irgendeinem WEF-artigen Club und so weiter und so fort. Da gab es diverse Sorgen schon in unserem Lager vorher. In Österreich war es nicht dieselbe Nummer. Und in Österreich war es so bremsig für den Status quo, der offene Grenzen will, dass die Regierung weggeputscht werden musste. Dass man den Typen unter Drogen gesetzt hat. Okay, den Typen unter Drogen gesetzt hat, dann vor eine Kamera gesetzt hat und dann ungefähr 3-4 Stunden zusammengeschnitten hat auf 5 Minuten, während der richtigen langen Aufzeichnung. Ja, es war eine Falle. Da gibt es ein langes Interview bei Jung und Naiv und da erklärt der Typ, der das alles arrangiert hat, wie das alles gelaufen ist. Schaut euch das gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie das wirklich... Also ja, es war eine Falle, um Sprache da reinzulocken, aber er hat sich da eben auch reinlocken lassen. Ja. Also er hat sich total offen dafür gezeigt, seine... Also er hat diese Aussagen alle so getätigt und er meinte die alle so, wie er sie getätigt hat. Ja. Also in so eine Falle muss man auch erstmal reinlaufen. Ja, hier schreibt jemand nur ganz gerade die. Also, ja, what else, das ist richtig mies auf jeden Fall. Das ist, wenn der Lohn der Kinder aufs Bürgergeld der Eltern angerechnet wird. Ja, das ist mies. Was willst du dazu sagen? Es ist halt. Es ist generell von der AfD wird es immer so dargestellt, ja, guck mal, die kriegen so viel Geld immer. Es stimmt überhaupt nicht. Guck dir mal Leute an mit Bürgergeld, wie die teilweise wenn du da nicht irgendwelche Lücken hast oder vielleicht behindertes Kind oder so, ne, und beeinträchtigtes oder irgendwelche Lücken findest, weiß ich nicht, dann bist du am Arsch. Also, das wird immer so getan von wegen, oder wen zu pflegen hast daheim, es ist. Und Florian Brückner schreibt, bin leider viel zu wenig dabei, aber macht weiter so. Ja, danke. Danke sehr. Wir versuchen es, würde ich sagen. Der Rollo ist auch da. Hi. Ja, 20 Zuschauer. Grüße alle. Ey, Imp könnte ja mal reinraiden. Ja. Imp ist ja überhaupt der, weswegen ich hier überhaupt auf Twitch streame. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, auf dieser blöden Plattform hier zu streamen. Stimmt, ja. Das ist alles vom ganzen, von der ganzen Aufmachung, von der ganzen Vorbereitung, von der ganzen, wie man das mit OBS verbindet, das ist alles viel blöder als bei YouTube. Bei YouTube ist das alles viel einfacher einzustellen. Da kann man auch Thumbnails für die Streams machen, da kann man, also das kann man hier alles nicht einstellen. Da kann man auch Streams vorher einstellen, dass man dann in einer halben Stunde oder in einem Tag oder so online kommt. Das geht hier alles gar nicht. Ja, es ist echt so. Ich hatte ja früher auch vor ein paar Jahren immer mal gestreamt, wo ich meine Spiele noch gemacht habe. Und dann habe ich halt auf Twitch mal gestreamt und du merkst den Unterschied, ne? Es ist viel komplizierter auf Twitch alles. Aber du hast halt schon, das ist halt Streamer, also es ist ja halt für die Zuschauer meistens besser auf Twitch, glaube ich. Naja. Finde ich nicht. Findest du nicht? Naja, gut, du kannst auf Twitch nur Audio anmachen, das geht auf YouTube nicht. Ach so. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn du das nur als Podcast hören willst. Mir gibt es nichts Krummes, ich mache das nicht. Und dann hat man es halt so zusammengeschnitten, dass es gepasst hat, wie man das wollte. Daran beteiligt unter anderem halt Leute wie Böhmermann und irgendwelche, ja, keine Ahnung, Geheimdienstleute etc. Ja, Böhmermann war nicht so wichtig war denn das? Das stimmt nicht. Böhmermann war nicht beteiligt. Böhmermann hat eine ganz dubiose Rolle gespielt. Und zwar nicht, dass er beteiligt war, sondern dass er, ich will jetzt nichts falsch sehen, schaut euch das Interview an. Aber Böhmermann hat sich da ziemlich assi verhalten. Also ihm wurden da Informationen angeboten, er wollte die nicht haben. Und dann hat er dann später damit geprahlt, dass er die hatte. Also das war absolut unjournalistisch, was, also hat Böhmermann mal wieder bewiesen, dass er ein absoluter Clown und kein Journalist ist. Ja, sowieso. Man hat einen Beteiligung. Also, ja, deswegen schaut euch das gesamte Interview an. Ich will da jetzt nichts falsch wiedergeben, schaut euch das an.
angeboten, er hat abgelehnt. Und vor allem auch die Geschichte, dass er es geleakt hat. Er hat Kenntnis davon, dass es kommt und hat es dann eine Woche vorher oder anderthalb geleakt in irgendeiner Ansprache. Ja, hat einfach gesagt, dass es da was gibt, ja. Ja, und der Typ, der das dann veröffentlichen, also der diese Information eigentlich hatte, der war dann so ziemlich auf der Flucht. Der hat gesagt, Hilfe, ich wollte das überhaupt nicht. Ja, hat im Endeffekt. Aber er war nicht beteiligt daran, das zu machen. Weißt du? Aber ist ja wurscht. So eine Operation, die kriegst du nicht einfach so hin. Es gibt ja das Interview mit Langtaler, heißt er. Ist der Langtaler? Da gibt es das Interview mit ihm, wo er erklärt, wie er das gemacht hat. Ja, super interessantes Interview. Wie heißt der? Hessenthaler? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, der hat einfach sehr gut erklärt, wie das alles passiert ist, wie das gemacht wurde und dass das eben nicht unterstützt wurde von irgendwelchen Parteien oder irgendwem, sondern dass das wirklich private Leute waren, die sowas durchgezogen haben. Aber ist ja wurscht. Ich möchte jetzt nicht über Sprache reden. Sagen wir das war so. Lass mich kurz ausreden. Der Grund, dass zum Sturz der Regierung geführt hat, war, dass die gesamte Presse sich dann diesen kleinen Zusammenschnitt genommen hat, obwohl sie Kenntnis hatte vom längeren Video und damit dann halt vor die Leute gegangen ist. Vollkommen uninteressant. Hat, weil sie die Regierung wegputschen wollten. Das ist vollkommen uninteressant. Das Establishment. Nee, das ist nicht uninteressant, das passt schon. Aber das Establishment, also ja, hier verkennt Schlomo eben, dass das gesamte politische Lager, also dass das gesamte politische Spektrum eben nicht nur aus zwei Lagern besteht, sondern es mehrere Lager gibt. Die Parteien machen sich eben Konkurrenz. Wenn die CDU so ein Band über die Grünen hätten, dann würde die das natürlich auch sofort veröffentlichen. Obwohl CDU und Grüne ja sich ja inhaltlich gar nicht groß unterscheiden und eigentlich dieselbe Politik machen würden, wenn sie an der Regierung wären. Aber trotzdem würden die sowas natürlich sofort veröffentlichen. Ja. Stopp, die nationalistischen Parteien wegzuputschen, wenn es sowieso genauso weiterginge unter ihnen und sie dieselben Härchen haben. Wieso? Nein, es ist egal, wer was gemacht hat. In dem Fall Strache, das ist vollkommen wurscht. Das, was interessant ist, ist, welche Politik haben die FPÖ gemacht, als sie an der Spitze war. Die waren zweimal an der Spitze. Einmal im Jahr 2000 und einmal jetzt 2018 oder was, ja. Das heißt, die waren schon zweimal an der Spitze und was haben sie gemacht? Ja, jetzt kannst du sagen, okay, sie waren Juniorpartner, da kann man nichts machen. Ich finde das, ja, schau mal, der Punkt ist, die AfD wird auch keine absolute bekommen in Deutschland, die wird sich mit der CDU arrangieren müssen. Ja? Das heißt, wenn sie sie wird in relativ absehbarer Zeit eine absolute Mehrheit in östlichen Bundesländern bekommen. Und dann wird es einen absoluten Sturmlauf geben und wir sehen ja, du hättest mir auch erzählt vor zwei Jahren, dass es absolut undenkbar ist, dass die AfD auf ein Viertel der Wähler zugeht, auf 25%. Wir hatten jetzt 23-24%, das wäre vollkommen undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Es ist absolut denkbar, dass ja, aber jetzt mit kommt die fortschreitender, ja, fortschreitendem Zerfall schon dieses Landes Die Altparteien werden noch weiter, ja, Verfall dieses Landes, Schlomo hat es gesagt, das war undenkbar, als die Verhältnisse noch nicht so schlimm waren. Das gleiche gilt übrigens fürs BSW, wenn die Ampel morgen früh sagt, wir machen bei diesem bescheuerten Wirtschaftskrieg nicht mehr mit, wir stoppen das Sondervermögen, wir hören auf, alle möglichen Konflikte zu befeuern, keine Waffen nach Israel, keine Waffen an die Ukraine und wir machen eine vernünftige Migrationspolitik. Also sprich, alles, was BSW gerade fordert, dann könnten BSW und AfD auch schnell wieder auf einstellige Werte schrumpfen. Also wenn eine vernünftige Politik gemacht werden würde, das macht die Regierung natürlich nicht, weil sie eben bestimmte Interessen bedient. Ja, na, die Ampel kannst du, glaube ja. Die sind zu sehr von, oh, wir wollen natürlich nicht wieder sagen, wir sind die Vasallen Amerikas. Aber ja, die Ampel macht halt schon so, ne, viel, was Amerika sagt, sagen wir mal so. Ja, diplomatisch ausgedrückt. Wenn man schneller fortschreitet, die AfD auf die Dauer tatsächlich eine absolute Mehrheit kriegen könnte. Oder wenn ich das, die CDU, so sehr an den Rand drängen könnte, dass sie keine andere Wahl mehr hat, als Juniorpartner dann. Nicht mit der AfD als Juniorpartner, sondern als halt gepeinigter Juniorpartner, der AfD den Weg zur Macht zu ermöglichen. Ja, sprich, Schlomo hat ja den Plan verraten, die wollen mit der CDU koalieren. Also inwiefern soll man mit der CDU irgendwas von diesem Programm umsetzen? Also erwartet man ernsthaft, dass die CDU sich gegen amerikanische Interessen stellt? Ja, das hat mir halt jemand erklärt. Wenn die CDU mit der AfD koaliert, dann steht die CDU ja nicht unter der Fuchtel von SPD und so, ne? Dann können sie halt endlich ja die Politik machen, die sie ja wirklich wollen. Angeblich wäre das genau das, was die AfD will, aber das glaube ich mal nicht, ne? Die CDU ist zwar konservativ, aber ja. Wenn die mit koalieren, also, glaubst du echt... Norbert Röttgen, der wird gerade... Ja, ich sag ja mal Beispiel. Der Norbert Röttgen, der wird gerade in der Opposition dazu gezwungen, noch härtere Sanktionen gegen Russland zu fordern, weil
Ja, warum eigentlich? Der ist gerade in der Opposition und fordert trotzdem härtere Sanktionen gegen Russland. Also, dass diese zum Teil so absolut transatlantisch ist, dass die genauso scharf da ist wie die Grünen, das sieht man doch. Also, da muss man nur hinsehen. Um der Partei dann eine unabhängige Außenpolitik machen zu wollen, also viel Spaß. Ja. Das ist absolut möglich. Du, wenn du meinst, wir werden sehen, ja, das ist halt Zukunftsgerede, wir werden sehen, das ist schon wieder diese Glaskugel, ja. Aber ich glaube, was ich sagen wollte und worauf ich hinaus wollte, ist, dass du, selbst wenn die AfD an die Macht kommt und wie die Meloni einfach an der Spitze ist und hin und her, werden sie den gleichen Schritt abziehen wie die Meloni, ja. Die werden Sozialhilfe streichen, Bürgergeld streichen für die ganzen Einheimischen, für alle. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Werden einfach noch mehr Migranten ins Land holen, weil sie einfach billige Arbeitskräfte brauchen. That's it. Ich will jetzt ja nicht unbedingt was Schlechtes sagen, aber ich verstehe die rechten Influencer da auch nicht, die im Grunde keiner geregelten Arbeit nachgehen, dass die AfD wählen. Weil was ist denn, wenn die wirklich mal nicht mehr von ihrem Zeug leben können, was sie machen? Und wirklich auf dann vielleicht wirklich mal ins Bürgergeld fallen oder arbeitslos halt oder keinen Job auf die Schnelle finden. Ne? Ja, wenn eben beispielsweise was der Kanal gelöscht dann? Wird. Ja, was machen okay, die okay, dann? Das war jetzt fies. Dann ihr Geld? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Schlumos Kanal wurde gelöscht. Ja, ich hab's gekriegt. Ja, aber das ist also halt nicht, so, dass ihr jetzt was falsch versteht, wir finden das nicht lustig, wir finden das absolut falsch, dass Kanäle gelöscht werden. Nein, Cancel Culture geht's ist scheiße. Egal, auch wenn man ob es jetzt von Woken wäre, ich meine, das heißt von Woken, das ist ein quasi monopolistischer Konzern. Du kannst Videos in der Art, wie du sie auf YouTube veröffentlicht kannst, nirgendwo anders hochladen. Also BitChute oder ja. Odyssee oder Twitter, da guckt keiner Videos. Die Videos, die werden auf YouTube geguckt und wenn du deinen Kanal verlierst, dann hast du deine Haupteinnahmequelle verloren. Also nein, das, aber worauf ich hinaus wollte, weil, also wenn du halt solche, weiß ich nicht, als jemand, der im Grunde abhängig ist irgendwie von anderen Leuten und das vielleicht wirklich mal drunter gemädelt wirst, so und wirklich mal abhängig wirst vom Staat, dann bist du der gearscht ist, wenn du die AfD wählst. Eigentlich so, ne? Als kleiner Selbstständiger hast du da, als kleiner Selbstständiger geht's dir da ja noch schlechter als jemand, der vielleicht eine gute Festanstellung hat, wo er nicht so schnell entlassen werden kann.